Hallo zusammen, heute gibt es mal ein bisschen Real Talk beziehungsweise so ein Erfahrungsbericht. Ich erzähle so ein bisschen, wie es ist, das eigene Buch zu veröffentlichen, wo man das machen kann, dass es einem wirklich nichts kostet und wie ich dazu gekommen bin, obwohl ich eigentlich nie ein Buch veröffentlichen wollte. Ja, und manche träumen da ja wirklich von, aber viele wissen auch gar nicht so recht, wie soll ich es machen und muss ich es jetzt an jeden Verlag schicken und und. Und da bin ich zum Beispiel fündig geworden und habe mein Buch 2017 über ePubli veröffentlicht. Ja, und was ich da so erfahrungsmäßig ja, oder für Erfahrungen gemacht habe, wie ich überhaupt dazu gekommen bin und so weiter, das verrate ich euch jetzt mal. Ja, und zwar habe ich 2017 ein Sachbuch zum Thema Flugangst oder ein Ratgeber zum Thema Flugangst überwinden geschrieben. Und zwar aus der eigenen Erfahrung heraus. Ich habe 2016 angefangen, ganz ernsthaft an meiner Flugangst, die ich bis dahin gehabt habe, zu arbeiten. Denn ich bin bis dahin in meinem Leben noch nie geflogen und ich hatte sogar Probleme teilweise in Flughafennähe, wenn die Flieger so dicht übers Auto oder relativ tief geflogen sind, dass ich richtig Angstzustände bekommen habe. Aber ich hatte eben auch einen großen Traum, einmal nach New York zu kommen und das ist halt ziemlich schwierig ohne Flieger. So, und da habe ich halt verschiedene Sachen auch mir angeeignet. Ich war in Foren und in Facebook-Gruppen und so weiter unterwegs und bin, nachdem ich dann meine Flugangst besiegt habe, auch dort geblieben, bin da heute noch und gebe auch gerne anderen Leuten eben Ratschläge, Tipps und so weiter, wie ich es gemacht habe, dort weiter. Und auch meine ganzen Freunde in der Freundesliste, auch bei Facebook und so weiter, haben meinen Weg verfolgt. Und da ich schon immer gerne mal meine Gedanken oder irgendwelche Dinge niedergeschrieben habe, auch bei Facebook und so weiter für Freunde, und auch die Lehrer mir damals immer bestätigt haben, Mensch, eigentlich kannst du ganz gut schreiben, so auch mit Aufsätze und so weiter. Habe ich dann in der Zeit beruflich neue Wege eingeschlagen. Das war ein ganz anderes Kapitel noch. Das war nicht so ein schönes Kapitel, aber ist egal. Aber es ging dann so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, gucke ich mal, was ich textlich machen kann. Habe mich dann auch bei Textportalen und so weiter beworben, wo man eben Texte für Auftraggeber schreiben kann und bin da auch relativ gut eingestuft worden, sodass ich so gesagt habe, ja, okay, stimmt, scheint doch so zu sein, dass ich nicht ganz so schlecht formuliere. Mag man gar nicht meinen, wenn ich nämlich irgendwo in der Diskussion einfach schreibe oder drauf losschreibe, dann klingt das manchmal wie gesprochen, also das würde kein Mensch lesen, so ungefähr normalerweise. Aber wenn ich wirklich daran arbeite oder das als Arbeit mache, ja, scheint das wirklich auch bei anderen anzukommen. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Viele haben gesagt, Mensch, schreib das doch als Buch, mach doch ein Buch draus. Ja, ich gesagt, naja, ob das jemand lesen will, das ist jetzt kein massentaugliches Thema unbedingt, auch wenn viele an Flugangst leiden. Ich bin jetzt trotz allem keine richtige Autorin. Ich habe keine Ahnung von Lektoraten oder von Covergestaltung, was auch immer. Ist, glaube ich, nicht so, dass ich da jetzt die Zeit und auch teilweise ja das Geld aufwenden sollte, da jetzt Verleger abzuklappern und so weiter. Ja, und dann bin ich auf ePubli gestoßen, als ich mich so ein bisschen aber trotzdem da mal schlau gemacht habe, weil das hat mich dann ja doch gereizt, nachdem dann mein Skript irgendwann mal fertig war, weil ich habe es dann doch gemacht, dass ich alles niedergeschrieben habe wie ein Buch. Auch weil ich gesagt habe, okay, im Zweifel habe ich immer selber mal nach was nachzulesen, meine Geschichte, weil das war doch ein beeindruckender Weg und auch ein emotionaler Weg. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt hast du schon mal fertig. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass du es relativ einfach anbietest. Und wenn es auch nur einer oder zwei irgendwann mal wirklich kaufen und lesen und daraus dann irgendwas ziehen können und da für sich dann einen Weg aus der Flugangst finden, wäre das ja auch schon toll, weil man muss ja nicht immer alles machen, um damit, wer weiß, was zu verdienen oder um berühmt zu werden, in Anführungsstrichen, sondern man kann ja auch einfach mal ja, so die Hilfen weitergeben und die Erfahrungen. Ja, gesagt, getan und ich bin dann, wie gesagt, auf eine Möglichkeit gestoßen und zwar ePubli. Da konnte man das Ganze kostenfrei quasi machen. Man braucht jetzt nicht irgendwie monatliche Kosten aufbringen oder irgendwie in Vorkasse gehen oder sich mit dem Buch bewerben oder sonst was, sondern nee, da kann jeder, der in irgendeiner Form ein Buch hat und das veröffentlichen möchte, kann dort seine Buchdatei, sprich seine Textdatei hochladen. Es ist auch ziemlich einfach beschrieben dort auf der Seite. Das ging auch ziemlich problemlos. Ich habe das halt ja auch gemacht, obwohl ich nicht so viel Ahnung von sowas alles habe. Ja, und dann habt ihr da ganz viele Möglichkeiten, auch ein Cover zu gestalten. Ihr könnt auswählen, ob das Buch gebunden sein soll, Hardcover, Softcover. Es wird empfohlen, welche Form oder es wird vorgegeben bzw. empfohlen, welche Formate ihr nehmen könnt, wenn ihr ein Kochbuch veröffentlichen möchtet, ein Sachbuch, ein Bildband und, und. Also da sind schon sehr viele Hilfen, die ihr da habt. Es gibt dort ganz viele Informationen und Tipps auch, wenn ihr wirklich sagt, ich möchte
wirklich ein bisschen in die Richtung Autor gehen und möchte mir da was aneignen oder so, dann gibt es da Blogs, es gibt Newsletter mit Tipps, die ihr da bekommen könnt und das alles kostenfrei. Wenn ihr also sagt, das soll jetzt keine einmalige Sache bleiben, sondern ich würde da vielleicht gerne ein bisschen mehr draus machen, habt ihr da wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Ja, und dann könnt ihr da, wie gesagt, euer Cover gestalten für das Buch, wie es aussehen soll. Und habt da auch teilweise Vorlagen bei, könnt aber auch eigene Sachen machen, könnt zum Beispiel auch Fotos hochladen und die verwenden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich gemacht habe, auch wenn ich nicht so ganz firm in der Sache Gestaltung bin und das jetzt auch nicht, wer weiß, wie gut kann, habe ich mich für etwas sehr Individuelles entschieden, was einfach meine Persönlichkeit, meinen Weg und das Thema von meinem Buch besser aufgreift. Ja, und zwar habe ich das Buch so gestaltet. Bitte nicht darauf achten, dass das hier schon überall so ein bisschen ausgefleddert bzw. so ein paar Macken dran sind. Ich nehme dieses Buch in der Regel mit, weil ich habe auch eine Facebook-Seite dazu und so weiter. Weil klar, wenn ihr das darüber macht, das Marketing für euer Buch und so weiter, müsst ihr halt selber übernehmen. Das übernimmt so keiner für euch. Da müsst ihr schon die Werbetrommel rühren. Und da mache ich dann immer so Fotos, je nachdem, wo ich war, auch, dass man die mal zeigt, ne, was man alles erreicht, wenn man Flugzeug benutzt. Und daher sieht es auch ein bisschen so aus. Aber darum geht es ja jetzt auch eigentlich nicht, sondern es geht jetzt um das Cover. Also ich habe das für mich so ein bisschen gestaltet, so ein bisschen amerikanischen Stil, so oder von den Farben her. Ihr seht das hinten auch, die amerikanische Flagge. Das ist ganz einfach hier ein Deckel gewesen von meiner Flugangstkasse. Das ist auch so ein Thema, das ist ein Tipp gegen Flugangst, hat jetzt aber hier nichts zu suchen, weil da geht es um das Thema Flugangst. Aber es war eine Kasse, es war also ein Kasten, wie man ihn so kennt zum Aufbewahren, davon der Deckel, da habe ich dieses Foto draufgelegt und das dann einfach abfotografiert. So, und dieses Foto hing halt am Kühlschrank, das war halt auch ein ganz wichtiger Baustein auf meinem Weg aus der Flugangst. Das ist der A380 von Emirates, den ich kenne aus Düsseldorf. Und ja, und der hatte halt einen ganz wichtige Bedeutung für mich. Und darum habe ich gedacht, auch finde ich eigentlich ganz gut. Und ich habe dem ja auch diese Sprechblase damals schon verpasst. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut lesen kann. Da steht, ich tue nichts, ich will nur fliegen. So, und dann habe ich das halt alles so selber gestaltet. Also es war quasi eine komplette Rohvorlage. Wie ihr seht, grafisch gesehen natürlich kein Meisterwerk, würde wahrscheinlich von vielen Experten in Anführungsstrichen zerrissen werden, auch zu Recht. Aber es ist meins, es ist ein bisschen meine Persönlichkeit, ich habe es alleine gemacht und von daher, so, das war für mich halt wichtig und da habe ich gesagt, okay, das passt, weil alle anderen Vorlagen oder so, das war jetzt nicht so das Passende, was ich jetzt wollte. So, und vielleicht habt ihr da ja auch ein bisschen mehr Talent oder ihr habt jemanden, der das gut kann und euch damit helfen würde, ein eigenes Cover zu gestalten. Also das ist alles kein Problem, das könnt ihr alles dort machen und das braucht ihr auch nichts für runterladen oder so. Das geht alles wirklich online über die Seite, wenn ihr da drauf geht. Das ist total praktisch. So, und dann ist es eben auch so, dass ihr dann im letzten Schritt oder mit in den letzten Schritten. Nagelt mich nicht fest, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Wie gesagt, 2017 und seitdem ich habe kein zweites Buch gemacht. Ich meine, dass es dann so eines der letzten Sachen eben ist, wo ihr festlegen müsst, für wie viel soll das Buch verkauft werden. Und zu diesem Preis wird dann auch oder daran wird dann auch das Honorar so ein bisschen ja, angepasst. Das heißt, ihr habt so ein bisschen die Möglichkeit, euer Honorar mitzubestimmen, indem ihr einfach euren Buchpreis entsprechend höher schraubt. Muss man natürlich immer gucken, passt das, ist das in Ordnung? Also ich habe jetzt meins drinne für 8,99 €. Ganz zu Anfang war es mal 7,99 €. Ich habe dann aber irgendwann nochmal das Kapitel New York hinzugefügt und eine Neuauflage quasi von gemacht. Das halt rausgenommen, also damit dann auch mehr Seiten. Und habe dann den Preis auf 8,99 € angehoben. Da ist er jetzt auch geblieben. So, und damit ihr mal so eine Vorstellung habt, was ich jetzt dafür bekomme. Und ja, man mag es gar nicht meinen, aber das Buch hat sich schon doch einige Male verkauft. Ich weiß nicht genau, wie viel ich gucke das nicht immer mal, das Monate gar nichts, dann auf einmal kommen wieder ein paar. Aber mehr als ich gedacht habe, vor allem, weil ich überhaupt nicht so, ja, weil ich überhaupt nicht so groß jetzt dafür werbe. Ja, ich habe eine Facebook-Seite, ich habe ein Instagram, ich habe auch einen YouTube-Kanal, den ich aber schon lange nicht mehr damit bespielt habe, muss ich gestehen. So, also von daher war das schon so, dass ich mich da doch gewundert habe. Klar, am Anfang haben natürlich auch die ersten Freunde gesagt, ich will das mal lesen und haben es gekauft. Aber nach und nach kamen auch eben andere Sachen hinzu. Ein ganz tolles Erlebnis war, wo wirklich jemand in dem Flugangstforum dann geschrieben hat,
Hi, also in der Vorstellungsrunde, er wäre dort gelandet quasi. Sie, es war ein Mädchen, soweit ich das noch weiß, eine Frau, wie auch immer, wäre dort aufmerksam geworden, weil sie das in dem Buch gelesen hat. So, weil ich da auf das Forum auch verweise. Das fand ich total schön, weil das ist irgendwie sowas, da sieht man, die Tipps werden angenommen und scheinbar setzen auch einige da was von um. Und wie gesagt, es ist jetzt kein Bestseller oder was weiß ich, ne, da bin ich jetzt auch nicht reich geworden, aber es hat sich eben schon einige Male verkauft. Und da ist es so, immer wenn das Buch über ePubli direkt bestellt wird, weil zum Beispiel jemand auf meiner Facebook-Seite auf den Link klickt und der führt direkt zu zu meiner ePubli-Seite, wo man das direkt erwerben kann, so, dann bekomme ich 2 Euro. Ha, lasst mich lügen, jetzt habe ich den Preis gar nicht mehr. Ich blende euch nachher nochmal unten ein. 2 Euro, ich meine 2,23 um den Dreh. So, von den 8,99 Euro. Wenn das Buch über Amazon bestellt wird, wenn man sich das in eine Buchhandlung wie Thalia schicken lässt oder sonstiges, also man kann das also auch über ganz andere Bereiche bekommen, das ist also kein Problem. Man muss das nicht direkt über ePubli kaufen. Dann bekomme ich von der Provision halt nur noch 1,45 Euro. Finde ich aber dafür, dass ich da keinerlei Kosten mehr mit habe, jetzt nicht mal mehr wirklich großen Aufwand, außer dass ich mal ein bisschen Werbung mache und das kann ich ja auch steuern, ob ich Werbung mache oder nicht. Mache ich gar keine. Ist natürlich immer so, wobei ich sagen muss, so kürzlich waren dann auf einmal 2 Exemplare in der Phase weg, wo ich eigentlich kaum was gemacht habe, weil ja auch nicht viel los war mit Fliegen und so weiter in der Corona-Zeit. Also kann man schon sagen, man wird nicht reich damit, zumindest nicht, wenn man nicht mehrere Bücher am Start hat und da auch ordentlich die Werbetrommel rührt und die sich verkaufen. Aber man kann da schon mal den einen oder anderen kleinen Euro mit dazu verdienen. So, und je nachdem, was ihr auch für Bücher macht, gibt es ja auch durchaus Sparten, wo sich was besser verkaufen lässt, muss man ja auch mal sagen. Ne? Wenn ihr jetzt da draußen, was weiß ich, irgendwie Diätratgeber oder sowas schreibt und da Erfahrungsberichte macht, verkauft er sich sicher vielleicht öfter, wenn man ihn entsprechend bewirbt, als jetzt ein Buch gegen Flugangst. So. Und dafür, dass man da wirklich gar keine Kosten und nichts hat, ich musste nichts bezahlen, ich muss nirgendwo in Vorkasse gehen. Es läuft also quasi so ab, wenn jetzt jemand das Buch bestellt, so, dann wird es auch dann erst gedruckt. Die liegen also jetzt nicht bei Thalia oder sonst wo aus. Das ist eben auch ein bisschen der Unterschied, wenn man jetzt irgendwo anders so ein Buch richtig in den Laden kriegt, was natürlich auch schön ist. Aber es ist natürlich ganz anderer Aufwand und meistens muss man da, so wie ich das verstanden habe, ja auch in Vorkasse teils gehen für den Druck und so weiter. Und sowas wollte ich halt nicht, weil, wie gesagt, das war nie meine Intention da mit dem Buch irgendwie. Ja, und von daher könnt ihr das ganz einfach machen. Die Abrechnungen kommen dann ganz automatisch, das Geld kommt ganz automatisch, sobald, also jeden Monat, wenn ihr was verkauft habt, kommt das automatisch auf euer Konto. Und ihr habt dann auch eine richtig schöne Auflistung, wenn ihr das also auch irgendwie versteuern müsst. Und da gibt es auch ganz schön, das braucht ihr dann, könnt ihr euch dann ausdrucken und so weiter. Das ist also wirklich als Abrechnung dort hinterlegt. In eurem Account dann, den ihr da erstellt. Und also wirklich null Aufwand, den ihr damit habt. Alles ist total toll vorgefertigt. Die Bücher werden direkt an eure Kunden dann geschickt, beziehungsweise dann auch in die Thalia-Filialen oder so. Die können sich die Leute da direkt bestellen. Ihr habt nichts damit zu tun, gar nichts. Ihr seht immer nur, wenn irgendwo wieder ein Buch verkauft wurde. Ja, und von daher kann ich nur sagen, wirklich beide Daumen hoch für ePubli. Es gibt da mit Sicherheit auch noch ein paar andere Anbieter, die ähnlich arbeiten. Da kann ich aber nichts zu sagen. Wie gesagt, jetzt seit 2017, seit ich da veröffentlicht habe, nie irgendwelche Probleme gehabt. Auch irgendwie, was das Zahlungen nicht kamen, wenn die aufgelistet waren oder sowas. Nee, das kam alles immer pünktlich, alles immer automatisch. Ja, und von daher, wenn ihr da draußen jetzt irgendwie Bock habt auf Schreiben oder vielleicht auch selber schon was irgendwo liegen habt und nur nicht wisst, wie bringe ich es jetzt in die Öffentlichkeit, ja, das wäre vielleicht eigentlich eine schöne Möglichkeit. Ja, und ansonsten, falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, einfach her damit. Was ich beantworten kann, beantworte ich. Auch wenn ich jetzt nicht, wer weiß, wie ein Fuchs darin bin, weil, wie gesagt, damals einmal ja, veröffentlicht und dann nie wieder irgendwie groß geguckt. Aber wenn da was ist, einfach melden. Ja, und falls ihr irgendwelche Fragen zu Flugangst habt, wisst ihr jetzt, ja, habe ich auch einiges an Erfahrungen, die ich euch mitteilen kann. Und sonst verlinke ich auch nochmal meinen Flugangstkanal, den ich drin habe. Wie gesagt, da ist lange nichts Neues mehr gekommen. Vielleicht mache ich irgendwann mal wieder was. Aber da sind halt noch so ein paar Infos und so weiter drin. Und von daher, mal schauen. Vielleicht seid ihr demnächst dann auch
ja, Autoren quasi mit einem veröffentlichten Buch. Irgendwo ein cooles Gefühl. Ja, und manche möchten es ja wirklich vorantreiben, sage ich mal. In diesem Sinne sage ich erstmal Tschüss, bis zu einem der nächsten Videos. Und da geht es dann vielleicht sogar schon wieder darum, dass wir dann demnächst ja schon wieder wegfliegen, denn die nächste Kreuzfahrt ist gebucht. Aber da dann wahrscheinlich in einem anderen Video mal was zu. Bis dahin, tschüss.